Gast heute Abend ist Uli Pingel. Live in DSF. Es ist 18.30 Uhr, Zeit für Bundesliga aktuell und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hier ist das Journal von DWTV aus Berlin. Ich bin Uli Pingel, guten Tag. Begrüßen Sie Ihre Gastgeber. Hier sind Olli Welke und Uli Pingel. Mich kotzt es an, immer mit dieser alten Scheiße belästigt zu werden. Es ist traumhaft hier. Dieses SCH-Wort, wollen wir jetzt nicht nochmal sagen, aber war es zu viel davon, dass man es gar nicht alles kontrollieren konnte? Oder haben Sie auch eventuell zu wenig kontrolliert? Ich bin hier oben und genieße diesen herrlichen Ausblick aus rund 20 Meter Höhe. Und es sind jetzt hier schon 30.000 Fans. Im Namen des Senders seid ihr herzlich eingeladen. Bis morgen früh um 8. Und eines steht jetzt schon fest, das Ganze wird sehr, sehr teuer für BP natürlich. Können Sie sich eigentlich noch an den Platz erinnern, Bolzplatz oder wo es war, wo Sie die ersten Tore damals als junger Bursche geschossen haben? Er hat es geschafft, das ist unglaublich. Uli Pingel hat so es geschafft. So schnell bin ich hier, ne? Ja. Aus dem Stadion, direkt hier kurz umgezogen. Und du siehst schon wieder so schön aus. Danke, was möchtest du trinken? Könnte richtig schmecken, ne? Lecker, ne? Ich bin ja leider mit dem Auto da. Ja, wir fahren dich nach Hause, kein Problem. Der HSV sucht ja gerade einen Manager. Passt doch. Na, das fehlt mir auch noch. Ein dramatisches Spiel, ein absoluter Krimi. Das ist leider völlig falsch in Ihrem Bericht, den wir eben gesehen haben. Herr Lindmann, ich freue mich ganz besonders, dass wir das richtig stellen. Kurze Pause, dann geht es hier weiter gleich mit allen Infos rund um das Revierderby Dortmund gegen Schalke. Also bleiben Sie auf jeden Fall dran. Hier erstmal, war ich hier zur Eröffnung. Verarscht lassen wir auch nicht. Nein, ich habe gefeiert im Crown Plaza, aber... Ja, was war da denn los? Riesentyp bist du. Gel oder Wachs? War das Wachs? Uns was fragen? Wir sind doch jetzt auf Sendung, Mensch. Dortmund gegen Schalke, der Knaller im Revier. Und damit herzlich willkommen zurück zur Bundesliga aktuell. Wie steht es denn, Uli? Ja, nach 30 gespielten Minuten steht es hier noch 0:0. Ja, als ich direkt nach Hause gekommen bin, habe ich... Liebe Zuschauer, der Bertrand Gilles hat hier was gesucht. Nach dem Tod Ihres Sohnes, es war in Dortmund, waren Sie damals Trainer, saßen Sie, glaube ich, auch relativ schnell wieder auf der Bank. Da weiß dann teilweise die linke Hand nicht, was die rechte macht. Und deswegen kommen diese ganzen Sachen dann immer irgendwann auf den Tisch. Es ist doch immer wie so ein brodelndes Fass. Das ist doch Unsinn. Nix da, bleiben Sie bei uns, wir halten Sie auf dem Laufenden. Nein, eigentlich schon zu spät, einfach noch ein kurzes Fazit. Aber Thomas, ich muss ganz kurz dazu. Wir haben jetzt nicht so viel über Louis van Gaal auch gesprochen, jetzt wollen wir ihn mal hören. Er war nämlich heute der Einzige, muss man ihm hoch anrechnen, der sich gestellt hat. Es sieht schlecht aus für den wohl bekanntesten ostdeutschen Fußballverein Dynamo Dresden. Dynamo, du Arschloch. Dynamo. Ja, soweit unser Tagesthema. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Du hast die letzten Worte. Grüß noch, wen du willst. Dann singt dir und dann sehen wir die Bilder des Wochenendes. Alle Highlights des Wochenendes. Und wir haben den Pokal! Halleluja! Und wir haben den Pokal! Halleluja! Und wir gehen nicht mehr her! Halleluja!